Aber man hat eine sehr, sehr große Auswahl, nur dass es auch Pflichtklassen gibt. Ich habe insgesamt alle 6 Fächer an einem Tag, also 6 Unterrichtsstunden. Da gibt es je nach Trimester, also je nach Jahreszeit, immer verschiedene Sportarten. Hallo, mein Name ist Matti, ich bin gerade mit Kulturwerke Deutschland in den USA, genauer gesagt in Virginia an der Blue Ridge School. Und in diesem Video werde ich euch etwas über meine Unterrichtsfächer und über meinen Stundenplan erzählen. Also ich habe insgesamt 6 Fächer. Mein Schultag beginnt um 8:45 Uhr, also relativ spät im Vergleich zu Deutschland. Der Schultag endet dann um 3:40 Uhr mit den Klassen. Sportarten sind hier tatsächlich verpflichtend. Also wenn du die jetzt im Stundenplan mit einbeziehst, ist man ungefähr um 5 Uhr, 5:20 Uhr fertig. Ich habe insgesamt alle 6 Fächer an einem Tag, also 6 Unterrichtsstunden. Eine Unterrichtsstunde geht 50 Minuten lang. Der Unterricht ist eigentlich relativ ähnlich aufgebaut, jetzt vom Prinzip, nur dass es sehr, sehr kleine Klassen sind an dieser Schule. Insgesamt pro Klasse, glaube ich, 9 oder 10 Leute. Und das Niveau ist auf jeden Fall deutlich, deutlich leichter. Also Hausaufgaben gibt es relativ viele tatsächlich, aber es gibt Studienzeit am Abend verpflichtende. Deswegen hat man relativ Zeit, die eigentlich fertig zu machen. Und dieses Niveau, wie gesagt, einfach deutlich, deutlich leichter. Kommen wir zur nächsten Frage. Hatte ich die Fächer schon in Deutschland in der Schule? Eigentlich ja, aber teilweise auch nein. Zum Beispiel, ich habe insgesamt eine Science-Klasse, eine Kunst-Klasse, eine Wirtschaftsklasse, die man sich wählen kann. Also es muss nicht Wirtschaft sein, kann auch irgendwie eine Outdoor-Class sein oder sowas. Dann habe ich eine Mathe-Klasse, eine Geschichtsklasse und eine Englisch-Klasse. Also insgesamt sind die Fächer natürlich relativ gleich, nur dass es eben Fächer gibt, die du wählen kannst, so wie Applied Entrepreneurship, so eine Wirtschaftsklasse, die ich jetzt habe. Das gibt es so in der Art in Deutschland gar nicht. Aus welchen Fächern habe ich gewählt? Also man kann in der Regel wählen, nur bei mir war es so, als ich angekommen bin im September, dass die Schule schon ungefähr so 2 Wochen war. Deswegen wurden mir die Fächer zugeteilt, weil ich relativ spät kam. Aber man hat eine sehr, sehr große Auswahl. Nur, dass es auch Pflichtklassen gibt, zum Beispiel Mathe und Geschichte und Englisch zum Beispiel ist eine Pflichtklasse. Und eine Science-Klasse dann auch noch. Wie gefallen mir meine Unterrichtsfächer? Ich würde sagen, relativ gut. Also ist sehr, sehr entspannt, coole Fächer, auch interessante Fächer, wie zum Beispiel jetzt die Wirtschaftsklasse, die ich habe. Es gibt auch Outdoor-Klassen und verschiedene Kunstklassen. Also es gibt total viel tatsächlich, wie man es in den USA so kennt. Jetzt gehe ich nochmal so ein bisschen auf die Sportarten drauf ein. Die sind ja normalerweise an Highschools nicht verpflichtend. Aber da ich an einem Internat bin, sind sie verpflichtend nach dem Schultag. Da gibt es je nach Trimester, also je nach Jahreszeit, immer verschiedene Sportarten. Ich mache jetzt zum Beispiel gerade Tennis, hat gerade angefangen. Und im Winter habe ich zum Beispiel Basketball gespielt. Davor im Herbst habe ich Mountainbiken gemacht. Und ja, also es gibt sehr, sehr viel zur Auswahl. Jetzt kommen wir zur Frage, ob ich viel lernen muss oder mich viel vorbereiten muss. Also ich würde sagen, ganz klar nein. Am Ende des Trimesters gibt es immer Exams. Da muss man schon sich immer ein bisschen vorbereiten, aber der Stress hält sich eigentlich echt in Grenzen. Ja, also dadurch, dass der Unterricht einfach leichter ist und die Themen ist, muss man sich einfach weniger vorbereiten und man hat hier sehr, sehr viel also zu lernen, weil man eine sogenannte Study Hall jeden Tag hat mit einer 1,5 Stunden Lernzeit, die verpflichtend ist. In deinem Zimmer musst du einfach lernen, Hausaufgaben machen und so weiter und dich auf Tests vorbereiten. Deswegen geht es eigentlich relativ klar. Ja, das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.